Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im Herbst stellt Xiaomi immer seine neue T-Serie vor. Dieses Jahr genauso, das 13T und 13T Pro wurde auf einem Event in Berlin vorgestellt. Heute hier vor mir das 13T Pro. Die T-Serie ist immer so ein bisschen ja das abgespeckte Flaggschiff, aber mit doch irgendwelchen Neuheiten, die das vorherige Flaggschiff nicht gehabt hat. Wir schauen uns heute das 13T Pro im Unboxing und Ersteindruck an. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Unboxing machen wir heute etwas schneller. Ich habe hier schon einiges aufgebaut und schon mal aus der Verpackung geholt. Also hier seht ihr Xiaomi 13T Pro, co-engineered with Leica, also auch die T-Serie mit Leica Branding, die Kameras. Da kommen wir im Laufe des Videos natürlich dazu. Wir haben noch ein ganz normales Silikoncase, ein USB-A auf USB-C Lade- und Datenkabel. Hier dazugehörig der Charger, ihr seht es, 120 Watt Hypercharge, nennt Xiaomi seine Ladetechnik. USB-A hier oben dann als Standardstecker und hier der Verweis auf Gun Charging, also ein intelligentes Netzteil. Da könnt ihr auch jedes andere Smartphone damit laden, welches keine 120 Watt dann beherrscht. Ja, das legen wir alles mal auf Seite. Auch natürlich der Papierkram, Quickstart und Safety Information. Hier noch eine SIM-Nadel und dann kommen wir auch direkt zum Gerät. Und ihr kennt mich, das kommt hier die Ecke. Wir fangen an von außen nach innen. Aber erst sage ich euch den Preis. Ihr habt hier eine Preisspanne bei dem T Pro Modell von 799, die kleinste Ausbaustufe, bis 999, die größte Ausbaustufe. Also da gibt es dann Unterschiede, genauso natürlich auch in der Farbe. Ihr habt hier ein schönes Blau, hier mit Kunstleder oder Lederimitat oder veganes Leder oder wie man es halt auch immer nennen will. Ebenso auch die grüne Variante ist auch so ein Kunstleder. Die schwarze Variante ist dann normales, in Anführungszeichen normales Glas. Hier dann der Rahmen, der mit einem Kunststoffüberzug dann daherkommt, matt gehalten und drunter, ihr hört es, ist aber halt auch Metall. Die Knöpfe hier sehr gut zu erreichen, das ist wirklich sehr schön und auch sehr schön verarbeitet, hier wackelt nichts. Hier oben haben wir dann erste Mikrofone, dann ein Infrarotblaster und hier dann einer von den zwei Lautsprechern, Stereo-Lautsprecher, jetzt kein besonderer Audiohersteller, der hier das unterstützt. War ja mal eine Zeit lang, ist jetzt nicht mehr so bei den Herstellern beliebt. Auf der linken Seite haben wir gar nichts. Hier unten dann ein SIM-Schacht. Hier passt dann hinein zweimal Nano-SIM oder einmal Nano-SIM und einmal eine E-SIM. Das könnt ihr euch entscheiden. Leider keine Möglichkeit, den Speicher zu erweitern. Das Gerät ist übrigens nach IP68 zertifiziert. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Das war der Vorgänger noch nicht. Das 12T Pro hatte diesen Schutz jetzt noch nicht. Und das ist so ein bisschen dann die Verbesserung zum Vorgänger. Den USB-C-Anschluss hier unten. Ich habe jetzt vergessen nachzuschauen, ob es jetzt hier 2.0 oder halt wirklich 3.1 ist. Wie es zum Beispiel beim Xiaomi 13 Ultra dann der Fall war. Da kann ich euch aber gerne nachreichen. Hier der zweite Lautsprecher, wie gesagt, Stereo. Und damit kommt auch jeder gut hin, der mal ein YouTube-Video schauen will. Ja, vielleicht auch mal eine Serie streamen will, wenn er unterwegs ist im Hotel oder so. Also das geht da drüber durchaus. Kommen wir zu den Abmessungen. Und hier sind dann Abmessungen von 75,7 mm auf 162,2 mm. Und das Ganze ist dann 8,62 mm dick. Die Glasvariante ist etwas dünner, aber ich sag mal, das merkt man gar nicht. Das sind so im Millimeterbereich. Wir haben 200 Gramm angewischt und halt die Glasvariante ist nochmal etwas schwerer. Die wiegt dann 206 Gramm. Ihr seht schon mal ein bisschen das verschmierte Display. Ich bin das Gerät schon etwas, ein paar Tage am Nutzen. Und hier das Display, da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, ist dann 6,67 Zoll groß. AMOLED-Display, ihr habt ein Format von 20:9 und habt laut Xiaomi eine Full HD Plus Auflösung. Aber die Pixel sagen doch irgendwas anderes. Wir haben hier 1220 x 2712 Pixel bei 446 ppi. Also normalerweise ist das QHD, nicht QHD Plus, sondern QHD. Aber Xiaomi verweist auf seiner Webseite, es ist Full HD Plus. Also da gerne mal, wer das weiß, unten in die Kommentare.
Bildwiederholrate sind wir hier bei 144 Hertz. Das ist auch wieder die Steigerung zum Beispiel zu dem Xiaomi 13, dem Flaggschiff, welches am Anfang des Jahres vorgestellt worden ist. Also auch zum Ultra zum Beispiel, zum Ultragerät. Hier 144 Hertz Bildwiederholrate, 480 Hertz Abtastrate, also auch Gamer kommen da auf ihre Kosten. Und wir können es ja mal entsperren. Ihr seht den Fingerabdrucksensor rasend schnell, also wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da kann man echt nichts sagen. 144 Hertz, wie gesagt, seht ihr natürlich jetzt nicht auf der Kamera, aber es ist wirklich sehr, sehr gutes Display. Ihr habt ein gerades Display, übrigens auch eine Display-Schutzfolie vorinstalliert. Ihr habt Pro HDR Plus, Dolby Vision, HDR 10 Plus Zertifizierung ist auch mit dabei, DCI P3 Farbraum und jetzt kommt der Knaller. Ihr habt eine Spitzenhelligkeit, also wirklich nur mal in der Spitze von 2600 Nits. Standardmäßig die Helligkeit ist dann bei 1200 Nits, auch das ist schon richtig gut hell, aber bei 2600 Nits, wenn euch mal die Sonne so richtig draufprallt aufs Display, könnt ihr noch alles richtig gut ablesen. 10-Bit Farbtiefe für die knackigsten Farben, die es im Moment überhaupt so zum Sehen gibt, natürlich bei AMOLED und bei 10-Bit Farbtiefe, also wirklich sehr cool, dass hier ein AMOLED-Display auch verbaut worden ist und halt auch die 10-Bit-Farbtiefe. Gorilla Glass 5 als Schutz vorne auf der Front. Ihr habt den Fingerabdrucksensor gesehen und hier oben seht ihr auch die ganze Zeit schon die kleine Punch-Hole. Ich mache nochmal was Helleres an, dann seht ihr nämlich auch die schönen dünnen Displayränder. Auch da hat Xiaomi nachgelegt bei seiner T-Serie. Da habt ihr dann trotzdem noch einen kleinen Unterschied zum normalen Xiaomi 13, also das Flaggschiff-Modell. Die sind dann doch etwas kleiner als bei der T-Serie. Punchhole hier oben, da drin versteckt Xiaomi eine 20 Megapixel Sony IMX 596 Sensor mit einer Blende von f2.2. Auch hier wieder das Manko, ihr könnt darüber in Anführungszeichen nur 1080p und dann auch nur in 30 FPS Videos aufnehmen. Video ist der Frontkamera des Xiaomi 13T Pro. Ihr seht hier hinten schön Bokeh im Video. Das sieht wirklich sehr cool aus bei der Frontkamera. Aber hier habt ihr bei meinen Haaren, seht ihr, da ist dann immer so ein bisschen halt die Grenze erreicht, was die Software so kann. Aber leider auch nur eine Auflösung von 1080p und dann auch nur in 30 FPS. Also dann wegen 60 FPS wäre schon ganz cool gewesen. 4K normalerweise Pflicht in dem Preisbereich. Schade, schade wiederum. Jetzt mal wieder bei Xiaomi. Finde ich ein bisschen schade. Ich blende euch da gleich mal was ein. Aber was ganz cool ist, ihr könnt die Videos mit einem Bokeh-Effekt, also mit einem verschwommenen Hintergrund darstellen. Finde ich wiederum ganz cool gemacht. Natürlich könnt ihr auch über die Frontkamera das Gerät entsperren. Auch das geht richtig schnell. Also hier natürlich kein sichere Entsperrung, aber die sichere Entsperrung habt ihr ja dann über den Fingerabdrucksensor. Ja, bei Kameras kommen wir natürlich auf die Rückseite und hier verbaut Xiaomi dann den Hauptsensor, der ist 50 Megapixel groß, Sony IMX 707 mit einer Blende von f1.9. Der zweite Sensor ist ein Telesensor und das gefällt mir wirklich gut. 50 Megapixel Omnivision ist der OV50D40 mit einer Blende von f1.9. Nicht nur ein Telesensor, sondern ihr könnt natürlich dann auch damit ein Bokeh im Bild dann darstellen, könnt ihr schön ranzoomen und der Hintergrund ist schön verschwommen. Kann man sogar noch einstellen, sogar im Nachhinein wieder schwächer stellen, ganz ausstellen oder halt noch viel stärker stellen. Je nach Vorlieben ist das hier alles möglich und das ist eine coole Funktion, finde ich. 13 Megapixel Ultraweitwinkelsensor Omnivision OV13B10 ist der dritte Sensor mit einer Blende von f2.2. 119 Grad Weitwinkel, also hier bekommt ihr dann doch schon einiges dann mit aufs Foto. Was kann man damit alles darstellen? 8K Videos in 24 FPS, für mich eigentlich unsinnig. Also ihr habt kein Abspielgerät, wo ihr diese Videos dann angucken könnt. Also der Normalo, sage ich mal, der normale Anwender hat da, und selbst auf dem Display könnt ihr es ja nicht angucken in dieser Qualität. Also deswegen für mich eigentlich Unsinn, dass die Hersteller immer noch das dann mit reinpacken. Aber ihr habt auch 4K 60 FPS, das ist so mein Lieblingseinstellung bei Videos. Ihr habt eine Ultra Stable Video Mode, also die Videos könnt ihr schön stabilisieren in ja drei verschiedenen Arten. Einmal halt aus, dann mittel und dann hoch. Aber das Problem ist,
Selbst beim Mittel geht die Auflösung schon runter auf 1080 30 FPS. Schade. Also selbst beim Mittel hätte ich gesagt, bekommt der Chipsatz, der hier verbaut ist, kommen wir gleich dazu, dann auch 4K mindestens als Videoauflösung drauf. Aber nein, Xiaomi hat sich entschieden, hier dann doch bei 1080p 30 FPS zu bleiben und natürlich bei der höchsten Stabilisierung dasselbe, 1080p 30 FPS. Optische Bildstabilisierung auf dem Hauptsensor und auf dem Telesensor und eine elektronische Bildstabilisierung dann auf dem Ultraweitwinkelsensor. Die üblichen Spielereien wie Autofokus, HDR, RAW-Modus, da könnt ihr die Fotos in einem ganz flachen Bildprofil abspeichern und im Nachhinein dann richtig gut bearbeiten. Nachtmodus gehört schon zum guten Ton. Und dann kam was, wo ich gedacht habe, das ist mal eine richtig geile Idee, zumindest für Creator zum Beispiel. Ihr habt die Möglichkeit, mal gucken, ob ich es gleich finde. Hier unten habt ihr den Teleprompter und dann könnt ihr euch das einblenden lassen und sozusagen dann hier läuft das dann schön langsam ab. Ihr könnt die Geschwindigkeit einstellen und so weiter und so fort. Also wirklich sehr cool finde ich die Option, da mit Teleprompter zu arbeiten. Coole Idee und den werde ich doch mal ausnutzen. Was haben wir noch? Eine Fokusverfolgung während der Videoaufnahme. Also ihr habt die Möglichkeit, dann einen bestimmten Punkt, eine bestimmte Person, dann darauf den Fokus zu setzen und der wird dann immer im Fokus gehalten. Auch sehr gut, wenn man zum Beispiel Hunde hat wie ich, das probiere ich doch auch mal demnächst aus und dann zu meinem Review-Video, ob das dann hier auf dem Kanal kommt oder wo ihr mal nachschauen könnt bei More Magazine. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da habe ich ein weiteres YouTube-Projekt. Da könnte auch zum Beispiel sein, dass mein Review über das 13T Pro erscheint. Schaut da gerne mal nach, freuen wir uns. Wir sind da ein paar YouTuber, die da das Projekt zusammen dann machen. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal auch abonnieren würdet. Ja, wo waren wir bei der Kameraleistung? Was haben wir noch? Ihr habt ganz normal die zwei Leica Farbprofile. Ihr habt eine AI-Kamera-Unterstützung. Dann ihr könnt damit euch mit dieser Kamera, das kann ich euch auch nochmal zeigen, da hätte ich gleich zeigen können, habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, eine Hilfskamera zum Beispiel anzusteuern, um dann halt mit dem Gerät, mit dem Xiaomi 13T Pro dann die andere Kamera zu steuern. Muss ich auch mal noch ausprobieren, fand ich auch ganz coole Idee. Also hier hat Xiaomi doch ein paar Ideen, neue Ideen umgesetzt, bin gespannt, wie die so angenommen werden, auch von euch. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob zum Beispiel der Teleprompter oder halt hier die Hilfskamera-Funktion für euch irgendwas ist. Ihr habt einen 50-Megapixel-Modus, also in vollster Auflösung könnt ihr die Fotos abspeichern. Normal habt ihr Pixel-Binning, ganz klar, das kennt man ja heutzutage, macht ja fast jeder Hersteller so. Langzeitbelichtung gibt es hier auch noch die Möglichkeit, um halt so, ich sag mal so, ja, coole Nachtaufnahmen zu machen, wenn ein Auto vorbeifährt, dass man so Streifen dann im Bild hat und so weiter. Also wirklich sehr, sehr cool, was da Xiaomi sich alles überlegt hat. Wir haben hier als Software, da kommen wir erst dazu, als Software MIUI 14, aber leider noch Android 13. Es steht ein Update an. Ich bin mal gespannt, ob das schon Android 14 ist. Ich glaube jetzt noch nicht. Wir haben jetzt gerade mal Mitte Oktober. Also da glaube ich noch nicht, dass Xiaomi so weit ist und jetzt schon dann das Android 14 Update herausbringt. Sie haben aber ihr Update-Versprechen verlängert. Also hier jetzt glaube ich auch sind wir bei 5 Jahre Update-Versprechen und da hat doch Xiaomi doch endlich das Richtige, zumindest für Europa, durchgeführt und auf die Community gehört. Ja, viele mögen das oder viele brauchen das für sich, eine lange Unterstützung der Software und hier hat Xiaomi dann endlich auch mal reagiert. Ja, ich habe schon angesprochen, der Chipsatz, der verbaute, ist auch etwas, ja, nicht alltägliches. Wir haben hier einen MediaTek verbaut. Das ist gar nicht negativ gemeint. Ich mag die MediaTek-Prozessoren. Es ist ein Dimensity 9200 Plus. Das Ganze hat dann 3,35 GHz. Und hier kommt eine ARM Immortalis G715 GPU zum Einsatz. Also aber auch hier ordentlich Power unter der Haube. 12 oder 16 GB LPDDR5 XRAM, 256 oder 512 oder sogar bis zu 1 TB
interner Speicher, UFS 4.0. Also hier auch das Neueste und Schnellste, was es momentan auf dem Markt gibt. Und dazu, wie gesagt, der schöne MediaTek, schöne schnelle MediaTek-Prozessor. Das Ganze ergibt dann an Toto-Benchmark-Punkt von 1.770.000. Also wirklich hier jedes Game, was ihr im Play Store bekommt, könnt ihr hiermit in höchster und schönster Qualität dann zocken. Zocken ist ein gutes Stichwort. Die Geräte werden dann ja durchaus auch heiß, aber Xiaomi hat hier ein Kühlsystem eingebaut. Also hier dürfte auch nicht unbedingt das Gerät so extrem warm werden. Ich habe bisher auch noch keine Erwärmung spüren können. Ich glaube, bei der Kunstleder-Variante ist das sogar noch besser als bei der Glas-Variante. Glas, da spürt man dann doch schon eher mal, wenn das Gerät ein bisschen warm wird. Aber hier bisher nichts zu merken. 5G, LTE, WLAN habt ihr sogar bis Wi-Fi 7, also hier wirklich sehr zukunftsfähig. Auch Bluetooth 5.4 schon hier mit an Bord, NFC fürs kontaktlose Bezahlen und dann ist hier verbaut ein 5000 mAh starker Akku. Der kann dann mit dem mitgelieferten Netzteil 120 Watt geladen werden, ihr habt leider kein Wireless Charging. Das ist ein bisschen schade, da hätte doch Xiaomi doch nochmal so den nächsten Schritt in der T-Serie gehen können, Wireless Charging anbieten können. Reverse Wireless Charging hätte ja noch nicht mal dabei sein müssen, aber normales Wireless Charging wäre schon ganz cool gewesen. Okay, aber 120 Watt, da steckt ihr das Gerät hier eine Viertelstunde an und ihr habt wieder genug Power für den ganzen Tag. Also da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Ja, das waren so die ersten Eindrücke von diesem Gerät, von dem Xiaomi 13T Pro. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne unten in die Kommentare. Ich versuche die dann in meinem Review-Video dann zu beantworten. Schaut gerne bei More Magazine, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne auch beim Kanal vorbei. Gerne abonnieren natürlich, da kommt vielleicht dann auch das Review oder halt hier. Und wenn ihr das erste Mal auf diesem Kanal seid, dann könnt ihr auch diesen Kanal gerne abonnieren. Das soll es gewesen sein für das Video. Macht's gut. Ciao.